Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Danke, liebes Universum. Ciao, Single-Leben. So manifestierst du den richtigen Partner. Ein 3-Punkte-Programm bzw. eine 3-Punkte-Strategie. Ich bin Anjana Gill, Bestseller-Autorin und beschäftige mich schon seit über 25 Jahren mit den Themen Wunscherfüllung, Manifestation, Glück und was alles so möglich ist zwischen Universum und Mensch. Und da ist jede Menge möglich, garantiert. Also schauen wir uns mal an, wie man den richtigen Partner manifestiert. Und das ist nämlich viel einfacher, als du vielleicht im Moment noch denkst. Es ist ja so, der Partner oder die Partnerin, die laufen ja jetzt schon irgendwo rum. Die gibt es ja schon. Und alles, was das Universum machen muss, ist dafür zu sorgen, dass ihr euch zufällig trefft und begegnet. Und soll ich dir mal was sagen? Das ist nicht besonders schwer für das Universum. Das ist sogar ganz einfach. Und wir können es von hier aus, von uns aus, aktiv unterstützen. Und genau da kommt diese 3-Punkte-Strategie ins Spiel. Und die ist so super einfach. Man muss sie eben einfach nur machen. Erster Punkt. Die richtige Wunschformulierung. Und die ist wirklich ganz wichtig. Weil wenn wir sagen, liebes Universum, ich möchte einen netten Partner haben, dann ist das einfach nicht genug. Weil es kann zum Beispiel auch ein verheirateter Mann mit 3 Kindern, der kann auch vorübergehend ein netter Partner sein. Aber sowas wollen wir ja gar nicht oder willst du vielleicht gar nicht. Du willst ja den für dich genau richtigen Partner in dein Leben ziehen. Und deshalb muss die Formulierung auch das beinhalten. Ich lese jetzt einfach mal ein Beispiel aus meinem kleinen Büchlein, die perfekte Wunschformulierung vor, damit du so ein Gespür kriegst, wie eine Formulierung sein soll. Denn die muss Erfüllungsenergie aussenden, die muss den Kribbelfaktor haben und die muss so tun, als ob es sich schon erfüllt hätte. Also ich lese mal kurz vor. Liebes Universum, wir sind unendlich glücklich, dass wir uns gefunden haben. Wir verstehen uns unfassbar gut. Wir lachen den ganzen Tag und freuen uns. Es ist wunderschön. Wir gehören einfach zusammen. Danke, liebes Universum, dass du uns zusammengeführt hast. Danke, danke, danke. Das ist ein Beispiel. Die kannst du natürlich anpassen und individuell gestalten, wie du willst. Wichtig ist, dass du diese 10 Punkte der Wunschformulierungsregeln beachtest. Zweitens, und das ist auch ganz wichtig, das Vision Board. Und das Vision Board ist vielleicht sogar noch wichtiger, als du dir das vielleicht im Moment vorstellen kannst. Gestalte ein Vision Board, so ein richtiges Partner-Vision Board. Schneide Bilder aus von glücklichen Paaren, die zum Beispiel im Restaurant sitzen, am Strand spazieren gehen, von Hochzeiten. Alles, was dich Glücksenergie fühlen lässt. Und dann klebst du die auf und dazu schreibst du, das weißt du ja inzwischen, die 3 wichtigen Wörter, die auf jedem Vision Board sein müssen. Ja, Glück, danke. Und dann kannst du da noch so Symbole draufkleben, wie zum Beispiel Ringe oder ein 4-blättriges Kleeblatt oder Sterne oder was auch immer, was du möchtest. Jetzt werde ich oft gefragt, kann ich dieses Vision Board auch digital gestalten? Und die Antwort ist ja und nein. Du kannst digitale Bilder natürlich zusammenstellen, aber lass sie dann auf jeden Fall ausdrucken und schreib die Wörter Ja, Glück und Danke mit der Hand drauf und klebe noch zum Beispiel ein Foto von dir selbst drauf. Das ist ja ganz wichtig, weil dein Gehirn die Erfüllung dann mit dir assoziiert. Oder Symbole. Auf jeden Fall klebe etwas darauf. Denn, und das ist super interessant, wenn du die vergleichst, eine rein digitale Collage und eine, ich nenne es mal halbdigitale oder eine individualisierte Collage, das ist ein riesen Unterschied. Eine reine digitale Collage oder ein rein digitales Vision Board, das ist kopfgesteuert. Du spürst das, du erkennst den Unterschied der Energie, aber ein individuell gestaltetes, wo du was draufklebst und was aus mehreren, ich sag mal, Ebenen besteht, das hat eine wesentlich stärkere Erfüllungsenergie, weil das eine Herzenergie ist.
Du kannst das einfach mal ausprobieren. Mach mal eine digitale Collage und dann lässt du sie ausdrucken, klebst noch was anderes drauf, schreibst was drauf und dann siehst du den Unterschied. Also ganz wichtig, eine individuelle Collage beziehungsweise ein Vision Board erstellen. Und dann kommt drittens auch schon, und das ist die Visualisierung, die so unfassbar wichtig ist, weil sie ein Turbo ist in der Erfüllungsenergie aussenden. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir jeden Abend kurz vorm Einschlafen die Erfüllung vorstellst. Also zum Beispiel, sagen wir mal, die Hochzeit, ja? Dann gehst du jeden Abend in Gedanken in diese Hochzeit und durchlebst sie. Du spürst die Energie, du sprichst mit den Gästen, du fühlst die Blumen, du siehst die Blumen und so weiter, in allen Details, ganz intensiv, 3, 4, 5 Minuten. Und wenn du dann einschläfst, dann kann diese Erfüllungsenergie die ganze Nacht wirken. Und das, ja, was soll ich sagen? Das öffnet die Türen oder es öffnet die Schleusen. Das wirst du schon sehen. Nach kurzer Zeit ist nichts mehr, wie es vorher war. Und dann kannst du eigentlich auch schon in Gedanken die Gästeliste machen und überlegen, wer dein Trauzeuge sein soll. Und zusätzlich zu dieser abendlichen Visualisierung machst du noch eine Kurzvisualisierung. Du nimmst irgendeine Szene aus dieser langen Visualisierung und stellst sie dir mehrmals am Tag, naja, 20 Sekunden lang vor. Zum Beispiel kannst du den Ring an deinem Finger fühlen, auch wenn da noch gar keiner ist. Einfach den imaginären Ring fühlen, zum Beispiel an jeder roten Ampel oder bei jeder Tasse Tee, die du in die Hand nimmst. Du musst dir irgend so einen Anker finden oder ausdenken, wie rote Ampel, Tasse Tee oder was weiß ich was, oder beim Zähneputzen oder egal. Jedenfalls mehrmals am Tag fühlst du diesen Ring am Finger. Und ich garantiere dir, diese 3-Punkte-Strategie, die führt immer zum Erfolg. Das geht nämlich gar nicht anders. Allerdings, eine Sache ist noch ganz wichtig. Du musst wissen, dass dein Wunsch erfüllt wird. Du musst wissen, dass ihr euch treffen werdet. Nicht hoffen. Hoffen endet immer in der Sackgasse. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wissen führt immer zur Erfüllung. Und das ist tatsächlich so. Wenn du weißt, dass sich dein Wunsch erfüllt, dann wird er sich erfüllen. Das geht gar nicht anders. Und dafür ist halt 100% Vertrauen wichtig. Du musst 100% aufs Universum vertrauen. Du und das Universum, ihr seid das Hammerteam. Da kann es gar nicht mehr nicht gelingen. Und gleichzeitig musst du mal bei dir selber schauen, ob es eventuell noch den ein oder anderen alten Glaubenssatz gibt, der dir im Wege stehen könnte. Zum Beispiel, ach, die Guten sind eh alle vergeben, oder ich bin viel zu alt, oder ich arbeite ja nur, wo soll ich denn da jemanden treffen? Und das ist jetzt auch ganz wichtig, das Wie und das Wo du den triffst oder die triffst, das geht uns überhaupt nichts an. Das ist ausschließlich Sache des Universums. Das Universum findet immer Möglichkeiten, dass man sich begegnet. Das kann auch bei der Arbeit sein oder an der Kasse im Supermarkt oder an der Käsetheke oder beim Sport oder beim Spazierengehen oder bei Freunden. Lassen wir das Wie und Wo völlig aus unserem Denken raus. Wie gesagt, das ist nicht unser Part. Unser Part ist die richtige Formulierung, das richtige Vision Board und die Visualisierung. Wenn wir das machen, haben wir unseren Part erfüllt und das Universum wird den anderen Part erfüllen. Das ist so sicher, wie es halt nur sicher ist. Also, das hundertprozentige Vertrauen, was soll da noch schiefgehen? Dann wird sich dein Wunsch erfüllen. Das ist garantiert so. Und jetzt habe ich auch noch eine Bitte. Bitte schick mir ein Bild von der Hochzeit. Darauf freue ich mich nämlich schon, weil ich ja weiß, dass sie stattfinden wird. Und wie gesagt, du kannst schon mal anfangen, die Gästeliste zu machen und dir zu überlegen, wer dein Trauzeuge sein soll.
Also, ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Freude beim Manifestieren. Denn Freude gehört auch dazu. Freude und Leichtigkeit. Bleib unverkrampft und locker. Du kannst mit dem besten Gefühl der Welt locker bleiben, weil du ja weißt, dass die Erfüllung bald kommt und schon unterwegs ist. Alles Liebe, deine Anjana.